Ronny Marcos, herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten in Pirmasens. Ich würde aber vorweg erstmal die Frage nach deinem Zustand stellen. Warst du eine Zeit lang, hattest du ein bisschen zu kämpfen mit Blessuren. Wie geht's dir jetzt nach dem Spiel? Nach dem Sieg geht es einem immer gut, da kann man nichts sagen. Nee, aber jetzt Spaß beiseite, es passt alles. Ich glaube, das ist jetzt schon länger kein Thema mehr und es ist alles in Ordnung. Dann vielleicht jetzt erstmal zum Sieg, wie er denn zustande gekommen ist. Wie hast du das Spiel erlebt? Wie würdest du euer Spiel und das Spiel der Pirmasens heute beurteilen? Ja, ich glaube, es war ein sehr ruppiges Spiel auch zu Beginn. Das merkt man, glaube ich, auch anhand der gelb-roten Karte, die dann gefallen ist. Es gab ja noch die eine oder andere gelbe Karte. Aber ich glaube, wir haben es von Anfang an angenommen. Haben genauso gegengehalten, waren vielleicht ein Stück weit cleverer in gewissen Aktionen und haben so dann auch in der ersten Halbzeit dann das schnelle Tor erzielt. Für dich ja heute, ja, ich als Laie kann es gar nicht so einschätzen. Ist es jetzt als Flügelverteidiger vor einer Dreierkette anstrengender, weniger anstrengender für dich? Ja, kommt auch immer ganz aufs Spiel an, ne? Natürlich. So, jetzt hatte ich natürlich den einen oder anderen Raum, den ich belaufen konnte und ist natürlich dann nochmal eine andere Meteranzahl, die man dann zu laufen hat, also in der Strecke. Aber ja, nee, klar, war anstrengend, war sehr anstrengend. Aber wie gesagt, wenn man gewinnt, ist das alles immer völlig egal. Und da gab es ja auch einen Lauf, der sich ganz besonders gelohnt hat dann. Der Flankenlauf von dir, der ja dann zumindest indirekt zum 1:0 geführt hat. Vielleicht kannst du uns den Treffer aus deiner Sicht nochmal schildern. Ja, ich sehe, der Flo hat den Ball und beim Flo weiß ich ganz genau, wenn der den Ball hat, der kann die Pässe spielen. Bin ich in die Tiefe gestartet, habe ihm das Kommando gegeben, er hat den Ball tief gesteckt. Ja, dann versuche ich den Ball scharf reinzuspielen. Dann muss ich ehrlich gestehen, kriege ich vom Gegenspieler mit, dass ich es gar nicht mehr genau gesehen habe. Nur mitbekommen, dass Botzin wohl nicht direkt gemacht hat. Und dann habe ich gerade schon mit ihm geschimpft, dass er mir einfach den Assist klaut. Aber das kläre ich gleich nochmal mit dem dann. Okay, schön. Und ja, kann man das dann so als Brustlöser für euch bezeichnen? Ja, was heißt Brustlöser? Natürlich ist es schön zu gewinnen und wir freuen uns natürlich jetzt. Aber es geht jetzt um die nächste Aufgabe und das war's. Ich glaube, es war auch einfach mal schön, dann nach dem Spiel zu den Fans hinzukommen und sich gemeinsam über den Sieg freuen zu können. Natürlich, wir freuen uns, dass sie da sind und wie gesagt, sie sind immer schön, was soll man sagen. Jetzt erstmal runterkommen, ich bin auch gerade echt platt, muss ich zugeben. Also ich freue mich einfach in die Kabine, was trinken und dann ein bisschen runterkommen. Elia Soriano jetzt bei uns, herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten in Pirmasens und zum Doppelpack. Du wirst heute doppelt glücklich heimfahren, oder? Ja, endlich wurde es Zeit, dass ich jetzt auch mal getroffen habe. Letzte Woche war ich kurz davor, hat leider nicht gezählt und ja, bin überglücklich für die Tore, die ich gemacht habe, aber wichtiger die 3 Punkte. Vielleicht zu diesen 3 Punkten gehörte ja auch eine ziemlich geschlossene Mannschaftsleistung dazu. Vielleicht kannst du erst mal sagen, wie hast du es auf dem Feld erlebt? Wie hast du euer Spiel heute gesehen? Ja, also wir sind hergefahren, wir wussten von Anfang an, dass es hier zur Sache geht. Also vom Körperlichen und vom Kampf her, was die Jungs da spielen, auch wussten wir, dass wir das erstmal annehmen müssen und von da aus dann die spielerische Qualität auch einbringen. Aber wie gesagt, der Platz war jetzt nicht so perfekt, aber das ist ja egal. Wir müssen erstmal über die Zweikämpfe kommen und die haben wir angenommen. Und dass wir Torchancen herausspielen können, haben wir auch in den letzten Wochen gesehen. Diesmal hat die erste Chance direkt zum Treffer geführt und hat uns alles ein bisschen einfacher gemacht. Du warst ja im Grunde genommen bei allen 3 ja, spielentscheidenden Situationen ganz zentral mit dabei. Und bei zweien davon war es relativ unübersichtlich. Deswegen möchte ich darüber sprechen. Die gelb-rote Karte. Was genau ist da vorgefallen? Ich glaube, du warst der gefaulte Spieler, oder? Genau, also ich komme vom Spieler, drehe mich auf und spüre einfach, wie er mich von hinten in die Ferse tritt. Und ich wusste nicht, dass der Spieler schon vorher gelb hatte, aber wie gesagt, er trifft mich ganz klar und da muss ich halt mich auf den Boden legen. Und dann das 2:0 war für uns auch so ein bisschen so eine undurchsichtige Situation. Missverständnis, Torhüter, Verteidiger kann das sein und du hast dann darauf spekuliert? Also ich wollte den Ball eigentlich vorne in die Spitze kriegen, der Raff hat mir ein bisschen vielleicht einen Rücken gespielt, sehe, wie der Spieler den falsch, glaube ich, trifft und ich springe einfach rein in die Menge, ich weiß nicht, ob ich ihn noch leicht berührt habe vorher schon und rutsche an den beiden vorbei und stehe ich allein vom Tor und muss das Ding nur noch einschieben. Jetzt ist natürlich klar, der Sieg der Mannschaft ist natürlich am allerwichtigsten, aber du hast ja auch schon gesagt, das tut wahrscheinlich einem Stürmer auch nochmal extra gut, wenn er seine ersten Saisontore dann schießt. Das ist sowieso. Ich warte jetzt schon ein paar Spiele auf mein erstes Tor. Also ich bin jetzt erfahren genug. Ich mache mir da keinen Druck, auch wenn ich ein paar Spiele nicht treffe. Solange wir die Punkte holen, ist alles okay. Aber klar, als Stürmer bist du da halt, um die Tore zu machen. Und dann natürlich nochmal besonders schön, wenn man dann nach dem Spiel mal zu den Fans gehen kann und dann auch einen Sieg gemeinsam ein bisschen feiern kann. Das wollen wir am liebsten jede Woche haben.
Herr Ristic, 2:0 gewinnt der OFC in Pirmasens. Erstmal herzlichen Glückwunsch und dann Ihr Fazit zum Spiel. Ja, wir haben keine angenehme Woche gehabt und es war schon die Frage auch für mich, wie schafft es die Mannschaft auf den Platz umzusetzen, vor allem was macht der Kopf? Und wir haben versucht, ein paar Hebel zu arbeiten, zu wirken und es ist eigentlich ganz gut aufgegangen. Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, wir hatten eigentlich eine Kontrolle über das Spiel, haben auch dann das 1-0 gemacht und sind nicht irgendwie durchgedreht, ganz ruhig geblieben. Klar, der Gegner hat für meine Begriffe schon ein bisschen hart gespielt, hat ein paar Fouls machen müssen. Die haben sie auch dazu gezwungen. Das ist auch eine Geschichte, die heute zu loben ist. Dann nach 10 Mann ist es immer so, dass es für einen Außenstehenden wirkt. Jetzt muss man die aus dem Stadion schießen. Das ist aber nicht so. Auch wir haben das erlebt in Kassel. Das ist nicht so einfach, gegen 10 Mann zu spielen. Wir sind konzentriert geblieben und haben einfach auf unsere Chance gelauert, gewartet, haben kaum was zugelassen. Ja, und das 2-0 gemacht, unterm Strich ist es verdient, aber wie gesagt, entscheidend war, dass die Jungs wirklich mit dem Kopf da waren, mit dem Herzen da waren und wirklich diesen Sieg auch verdient haben. Und dahingehend dann sicherlich auch dieses frühe 1:0 ein Brustlöser. Ja, es ist immer gut, wenn du in Führung gehst. Und vor allem freut mich, dass Elias Soriano sich belohnt hat, weil ich kann es nur sagen, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler und der hat auch bis jetzt gute Leistungen gebracht, oft in torgefährlichen Räumen gewesen, viele Chancen gehabt, hat wenige Glück gehabt bei seinem Abschluss. Und heute freue ich mich umso mehr, dass er sich belohnt hat. Ich weiß, da wollen Sie sicherlich jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht so eine ganz allgemeine Bewertung heute mit einem anderen System, so eine Dreierkette/Fünferkette. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Umstellung heute? Ja, wie gesagt, das ist auch eine Geschichte gewesen, die ich mit den Jungs ausgearbeitet habe, weil englische Woche, wir haben kaum Zeit, irgendwas einzustudieren. Wir haben das ein paar Mal angerissen im Training, die haben das sehr gut aufgenommen. Ich habe es versucht zu erklären, warum wir das tun, was der Gegner uns anbietet, sehr viele lange Bälle und wir sind dann in der Lage, wirklich aus dem Zentrum in die Bälle reinzugehen und das dann alles aufzuhalten. Das ist ganz gut aufgegangen. Wir haben das eigentlich, denke ich, für das, dass wir nicht so oft das Gespräch haben und nicht so oft trainieren können, haben das eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben die hitzige Spielweise der Pirmasenser schon angesprochen. War das dann in der Halbzeitpause auch Thema, sich davon nicht anstecken zu lassen? Ja klar, das war auch schon vom Spiel ein Thema. Ich sehe ja zig Spiele in der Analyse und Pirmasens ist eine Mannschaft, eine wahnsinnige Mentalität, die leben davon. Und dass das hier auch vorgetragen worden ist von den Pirmasensern, war ja auch klar. Und wir haben versucht, daraus Kapital zu schlagen. Und ist eigentlich gut aufgegangen.